Und ich möchte das Thema noch ein wenig vertiefen. Bei mir ist jetzt der Weltautor Dennis Yücel. Herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo. Du hast einen Leitartikel verfasst, der Titel Wir kennen keine Parteien mehr. Und du kritisierst vor allem, dass nahezu alle Parteien hier in Deutschland einmütig eben kritisiert haben, dass der Bundespräsident Steinmeier ausgeladen wurde von Zelensky. Warum kritisierst du das? Warum, was stört dich daran? Wenn ich zuerst korrigieren darf oder erweitern darf. Der Titel war Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Frank Walters. Natürlich in Anspielung an das Zitat von Kaiser Wilhelm II. Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges. Und noch eine zweite Ergänzung. Es ist nicht fast einmütig, es sind wirklich zumindest zu dem Zeitpunkt, als ich den Text geschrieben habe, das war am Freitag letzter Woche, war das sehr einmütig. Und zwar wirklich alle Parteien, bis also inklusive jemand wie Robert Habeck, der meines Erachtens der glaubwürdigste, am glaubwürdigsten in der Bundesregierung für die Belange der Ukraine eintritt, aber auch Friedrich Merz und Wolfgang Kubicki und die Linkspartei und die AfD und wirklich alle, bis hin zu Knallchargen wie Ralf Stegner, was wirklich peinlich ist, aber auch die Kommentatoren, die Leitartikel, auch bei uns in der Zeitung, überall diese Empörung. Wie kann das sein? Wie kann Zelensky unseren Bundespräsidenten ausladen? Das geht doch gar nicht. Affront. Das ist, ich glaube, das Wort fiel in jedem Kommentar so etwa gefühlt 16 Mal. Affront, Affront, Affront. Und keiner fragt, hat er vielleicht nicht Gründe dafür, gerade diesen Politiker, der als Kanzleramtschef von Gazprom Schröder und dann als Außenminister maßgeblich dafür verantwortlich war, mitverantwortlich war für dieses katastrophale Russlandpolitik Deutschlands, warum man auf den gerade keine Lust hatte, warum der es für eine gute Idee hielt, sich am Staatsbesuch anderer Leute, sich da wirklich ranzuwanzen, der war ja gar nicht eingeladen. Denn der polnische Staatspräsident und die baltischen Staatspräsidenten, die waren in Kiew eingeladen. Und Steinmeier dachte, ach, ich komme mal mit und kann mich da mal reinschmuggeln. Und nach seinem Sorry wollte er offenbar sich sozusagen wieder reinwaschen. Und da hat die Ukraine nicht mitgespielt und meines Erachtens zu Recht nicht mitgespielt. Und was mich wundert, ist wirklich diese, zumindest zu dem Zeitpunkt, die Einmütigkeit aller Parteien in Deutschland, von der Linken bis zur AfD, aller Kommentatoren von der Taz bis zur Welt und allen dazwischen, die alle die Reflexe gezeigt haben, meines Erachtens, die sonst an Abwehrreflexe autoritärer Regime erinnern. Also was die Türken zum Beispiel sagen oder die Chinesen oder die Russen, wenn es um Menschenrechtsverletzungen in diesen Ländern geht, dann kommt die Nummer von Einmischung in innere Angelegenheiten, dann kommt diese Ineinsetzung des Bundespräsidenten oder des Staatspräsidenten mit dem jeweiligen Land. Rolf Mützenich, SPD-Politiker, Habeck sagte das. Frank Steinmeier ist Deutschland. So einen Stuss erzählen sonst türkische Politiker, wenn es darum geht, wenn Erdogan kritisiert wird. Sagt, Erdogan ist die Türkei und wer Erdogan kritisiert und nicht leiden kann, ist ein Türkenhasser. So einen Stuss erzählt jemand, der sonst eigentlich sehr vernünftig in dieser Frage ist, nämlich Robert Habeck. Trotzdem muss man ja sagen, es gibt auch Stimmen, die sagen, wenn der Westen jetzt irgendwie gegeneinander stichelt, wenn wir keine Einigkeit zeigen, dann spielt das nur Präsident Putin in die Karten, weil der nimmt das ja durchaus wahr im Kreml, dass es da Irritationen gibt hier in Deutschland und in der Ukraine. Also sollten wir da nicht alle an einem Strang ziehen und nicht streiten darüber, wer jetzt wann von wem empfangen wird? Naja, sagt das mal all denen, die in Deutschland kein größeres Problem sehen als den ukrainischen Botschafter, die seit Wochen haltungslos. André Melnik. Auch hier, ja, das weiß ich. Auch ich meine, hier regelmäßig, sieht kein regelmäßig. Größeres Problem na, als alle, na viele, vor allem die SPD, vor allem sozialdemokratische Politiker, die in einer Weise über André Melnik reden, wie sie einer Kritik unterziehen, die sie ihrem ehemaligen Vorsitzenden, Bundeskanzler Gerhard Schröder, immer noch auf der Gehaltsliste von Putin, den lassen sie ungeschoren davon kommen. Und so insgesamt gibt es so die Haltung, es gibt so ein schönes Lied von den Goldenen Zitronen aus den frühen 90ern, damals die rechtsextreme Pogromwelle damals und Anschläge und so, mit dem schönen Titel, das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um. Und ich habe den Eindruck, dass für viele deutsche Politiker, allen voran für die aus der SPD, die scheinen so daran ranzugehen an die Sache, das bisschen Angriffskrieg, das bisschen Völkermord, das bringt uns doch nicht um. Jedenfalls tut das ja auch nicht, bringt uns ja nicht um. Und deswegen gibt es nichts Wichtigeres als das gute oder vermeintlich schlechte Benehmen des ukrainischen Botschafters. Und nochmal, Steinmeier war nicht eingeladen. Und wenn man sich selbst zu einer Party einlädt, dann muss man halt auch riskieren, dass jemand sagt, sorry, du wurdest hier nicht gefragt und das ist jetzt auch keine so gute Idee, dass du herkommst, um dich reinzuwaschen. Dein Kollege, der Polen-Korrespondent der Welt, hat gesagt, dass der polnische Präsident Duda Steinmeier eigentlich dabei haben wollte.
bei dem Besuch und dann selber überrascht war von der Einladung. Wie genau das abgelaufen ist, das wissen wir auch nicht. Du hast Melnik schon angesprochen. Melnik hat ja auch ganz deutliche Kritik an Steinmeier geübt. Und wahrscheinlich auch wegen dieser Kritik hat Steinmeier sich dann entschuldigt. Er hat Fehler eingestanden, eben in Bezug auf seine Russland-Politik. Reicht das deiner Meinung nach? Nee, eben nicht. Er hat gesagt, sorry, war ein Irrtum. Also ich meine, einer seiner Vorgänger, Christian Wulff, hat den schönen Satz gesagt, in einem Land, in dem man sich nicht von seinen Freunden Geld ausleihen darf, will ich nicht Präsident sein. Durfte er dann auch nicht mehr, bald auch nicht mehr. Der hier sagt, in einem Land, in dem man sich nicht in seinen Freunden irren kann, will ich nicht mehr Präsident sein. Und der kommt damit durch. Lass uns noch ganz kurz auf die SPD insgesamt blicken. Zunehmend unter Druck. Scholz, Lambrecht macht auch keine gute Figur. Jetzt Manuela Schwesig, die zunehmend unter Druck gerät, eben wegen der Causa Nord Stream 2. Unionspolitiker fordern Konsequenzen, fordern zum Beispiel den Rücktritt von Manuela Schwesig. Deiner Meinung nach zu Recht oder nutzt die Opposition diese Situation jetzt einfach aus, wie es sich natürlich auch gehört für eine Opposition? Natürlich, das ist ihr Job, aber ich glaube, gerade die CDU macht sich ein bisschen einfach, weil sie, indem man alle Schuld an Steinmeier und der SPD anlastet, also für diese verfehlte Russlandpolitik, stiehlt man sich auch ein bisschen aus der Affäre, weil immerhin hat die Union ja 16 Jahre lang mit Angela Merkel dieses Land regiert. Und von den beiden anderen Oppositionsparteien, von der Linkspartei und der AfD und deren Verhältnis zu Russland, will ich jetzt gar nicht anfangen. Aber natürlich ist die SPD, sie krankt darunter ganz offensichtlich. Das sind so zwei Sachen, die bei der SPD so eine Rolle spielen. Das eine ist diese Willy Brandt-Ostpolitik, diese Identitätsshifting für diese Partei ist, wie in der Nachkriegszeit, wie sonst nur die Kampagne Samstags gehört Papa mir. Und man hat das immer noch nicht ganz verstanden, dass die Sowjetunion aufgehört hat zu existieren und man es nicht mehr mit einem Brezhnev zu tun hat, der bei aller Autorität dieses Regimes auch was Rationales hatte. Das hat man nicht verstanden. Und zugleich gibt es natürlich diese ganze Korruption, die bei Gerhard Schröder beginnt, aber nicht bei ihm aufhört. Und ich glaube, diese beiden Faktoren haben dazu beigetragen, dass die SPD auch noch in den letzten Monaten immer wieder, auch Olaf Scholz immer wieder, auch den Grünen hinterhergehängt ist. Also Olaf Scholz wollte noch Ende letzten Jahres Nord Stream 2 eine unpolitische Entscheidung herbeiführen. Und zu jedem einzelnen Schritt musste man die Bundesregierung tragen, also musste man vor allem die SPD tragen. Und noch immer, trotz aller Eingeständnisse und eingeräumter Fehler, im Grunde hat sich daran nichts geändert. Dennis Yücel, herzlichen Dank für deinen Besuch heute bei uns im Studio. Danke für die Einladung.